Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Verzeiht mir schon mal ein kleines bisschen, wenn ich hier mal ein bisschen rumhüstel. Bin noch ein kleines bisschen erkältet, aber das ist ja nicht so schlimm. So, und der Red hat hier mal ein bisschen rumgeguckt, was hier vielleicht kaputt sein könnte an dem Patch. Da ist gar nichts kaputt. Ich baue mal bloß mal wieder tierisch viel zu blöd. Machen wir mal kurz, wie man das hier machen soll eigentlich. Also der fehlende Trigger, der fehlt hier gar nicht. Reden mit dem Onkel hier. Schwarzer Pfeffer? Ich glaube, der Laden nebenan verkauft welches. Übrigens, das ist ein Waffen- und Rüstungsladen. Ja, schön. Bitte komm wieder. Ja, später. So, der Laden nebenan, dachte ich dann ja zuerst, ist der da? Willkommen im Warenladen. Kann ich dir helfen? Was möchtest du haben? So, dann haben wir hier geguckt und der hat ja überhaupt keinen Pfeffer. Das ist blöd. Also ist das nicht der Laden nebenan, den er meinte? Sondern das hier ist der Laden nebenan. Und dann dachte ich, man muss mit dem hier reden. Der Besitzer des Ladens verkauft nichts mehr, seit seine Tochter entführt worden ist. Und daraufhin bin ich dann losgestürmt. Oh, wir müssen die Tochter befreien. Aber die Tochter, also der Trigger dafür, der fehlte ja irgendwie. Hi. Oh, Tanja, mein Liebling. So, und jetzt wollen wir nämlich mit dem Opa hier reden. Bitte hör mir zu. Meine Enkelin Tanja wurde entführt. Dieser junge Gupta ist ihr Verlobter. Ich wollte, dass die beiden heiraten, damit sie meinen Laden übernehmen können. Aber nun, du scheinst ziemlich stark zu sein. Glaubst du, du kannst meine Tochter retten? Nein, warte! What the fuck ist hier los, Mann? ich kann das keinen Fremden fragen. Ich muss gehen und Tanja selbst retten. See ya! Gupta, warte! Es befindet sich niemand in dieser Richtung. Oh nein, wenn Gupta ebenfalls entführt wurde. Oh mein Gott, Gupta wurde entführt. Ah, was sollen wir nur tun? Lass uns mit den Leuten hier noch reden. Wir sind dafür meilenweit gereist. Oh Mann, das kann ich doch nicht alles lesen hier, Mann. Immer diese Fehler. Junge. Wir sind dafür meilenweit gereist. Der Fluss Ganges ist nicht nur fürs Trinkwasser bekannt, sondern auch für seine mystischen, bezaubernden Kräfte. Aha. Wir haben uns im geheiligten Wasser des Flusses gebadet. Hihihihi. Ich hoffe, es segnet mein Baby im Mutterleib. Oh. Das kann man ja mal ausprobieren. Schaden kann es ja nicht viel. Oh, da war noch ein Rüstungsmensch. Ein gerüsteter Mensch. Komme ich da zu dem hin? Oh, ich kann über die Dinger drüber laufen. Cool. Hä? Oh, vielleicht hier unten lang? Nee, auch nicht. Ich will zu dem Mann. Mann. Voll blöd. Blöd? Das ist ja blöd, Mama. Na gut. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier den Trigger getriggert haben. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ein einzelner Baum steht da rum, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe mal wieder vergessen, den Timer zu stellen. Das werden wir gleich mal nachholen. Start! So, ab jetzt für ungefähr 15 Minuten. Wahnsinn. Todes. Todesschakal. Mary greift an und hat ihn erlegt. Speed up. So. Von so einem Schakal, lass mich doch nicht aufhalten. Bäh. Halt mal. Magie, Pick, Heilung. Ja, wir sind noch gut am Start. Das gefällt mir. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Trigger jetzt hier tatsächlich getriggert hat. Links. Links. Runter. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ich hoffe ja. Ja. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, mal gucken hier. Was die jetzt sagen, ob die immer noch mit uns Englisch reden oder nicht. Guten Tag. Who are you? Are you thinking about joining us? Was ist hier los? Ja. The boss is out. Come back later. Okay. Who are you? Are you thinking about joining us? Nö. Well, we can't let you pass then. Oh, vier gleich. Da war jetzt, glaube ich, ein kleiner Emulator-Fehler drinnen, nenne ich es mal. Gefolge. Magie.
wird zu Eisen. Ein Mitglied heilt 30 LP. Wupp. Kleine Flamme. Ah, Gefolge. Red kann hier immer noch nicht zaubern. Warum nicht? Kill Bill kann auch noch nicht zaubern. Na dann, aber Mary kann zaubern. Mit Peng. Peng! Bam! Boah, er greift an! Oh mein Gott! Ja, greift weiter Red an, der hat genug HP. Cool. Peng! Boom, 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 boom. Boah, 20, 24, 18 und 17. Und er greift an. 12. Und er greift an. 9 Punkte Schaden. Oh mein Gott. Hä? Warum ist er jetzt weg? Der ist ja blöd. Können wir normal weiter angreifen. Mary macht aber weiter Peng. Defense Pick. Uneffektiv, uneffektiv, uneffektiv. Oh mein Gott, gefolgt mein Peng. Boah. Ich bin total überfordert hier im Vorlesen. Pick greift an und hat einen erlegt. Oh ja. Bei dem Namen von dem Gefolgsmann ist ein Fehler drin, glaube ich. Da ist ein Leerzeichen. Zu viel am Ende. Guck mal jetzt genau hin, da Gefolgsmann, Leerzeichen minus D. Leerzeichen minus C. Eindeutig. So, Pick greift an, Mary greift an. Und Gefolgsmann besiegt. Jedes Mitglied der Gruppe erhält 100 Erfahrungspunkte. Super. Tja, nu. Pickt euch so die Tasche an, den wir dir an der Wand hängt. Prima, du fandest T&T-Ticket. Toll. Nichts zu finden. Pickt euch so die Tasche, die an der Wand hängt. Nichts zu finden. Das müsste eigentlich groß geschrieben werden, das Nichts. Also bitte, nehmt das mit in eure Listen auf. In eure Fehlerlisten. So, erst den befreien oder erst die befreien? Oh, Tanja. Brave Hero, please save me. I was kidnapped from Baharata. Jo. The lever that opens this door is right down the hall. Please pull it and set us free. Rede mit dem Knopf. There is a lever here. Would you like to pull it? Nein. Zack. Pick pulls the lever. Da ist irgendwas noch total nicht übersetzt. Oh, Tanja. Oder ist das jetzt wieder Englisch? Oh, Tanja. Oh, my goodness. Oh, Tanja. Hui, 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 wir freuen uns so. Oh, Gupta, we can finally go home. Let's go together. Let's go together. How can we ever thank you, Pig? Indem ihr einfach abhaut. So, jetzt sperre ich mich selber ein. Drück mal einer draußen bitte den Knopf. Pig sucht den Boden ab, aber da ist nichts. Auch nix. But the lever has already been pulled. Blöd. Ich wollte die Tür wieder zumachen. Oh my goodness. Ha ha ha, I won't let you escape. I. Der zeigt seine Titten, seht ihr das? Die, links, rechts, links, rechts. So, mir doch egal. Rede mit Tanja. Save me, Pig! Please, you must help Tanya. Who are you guys away? I was kidnapped. No, not you again. Ach, der schon wieder? You are such a pest. I'm irgendwas. Na. Da fehlt die Hälfte vom Texten. Okay, Angriff. Ach, wir greifen einfach Gandalf an. Nee, warte mal. Pick greift Gefolge mit Magie an. Oder nein? Red greift den an. Kill Bill greift den an. Mary macht Peng auf. Peng. So, damit die nämlich hier herzlich schnell kaputt gehen. Oh, 52. Oh mein Goodness. Oh mein Goodness. Er wird uns jetzt tothauen. Oh. Oh, 19 Punkte Schaden. Gefolgt von. Da. Magie auf Mega-Stärkung machen wir jetzt hier, weil die uns ja gerade die Defense geklaut haben, die Schweinepriester. Ja. Sehr gut.
Und die Defense ist wiederhergestellt. Wow, das hat sich gelohnt. 3 Punkte dazu bekommen. Wahnsinn. Ja, wir greifen uns ja einfach alle die an und Mary macht wieder Peng. 35 Punkte Schaden. Yes. 5 Punkte Schaden. Oh mein Gott, Ness! Bum, bum, bum. Ja. Ja, da musst du ja irgendwann mal kaputt gehen. Los, Mary, mach wieder deinen Peng. Wie viel HP hatten wir noch? Oh, Pick ist gleich tot. Mary ist auch gleich tot. Und das gemein. Das ist kein Problem. Okay. Magie. 30 Punkte Heilung. Das ist ganz schön wenig, du. Aber was soll's. Ich lass mal die zwei da angreifen, weil das ist besser. Stärkung. Mega Stärkung. Mr. Peng. Verlangsamen Teleport. Magie. Zischen. Großer Feuerball. Flammen enthüllen Monstergruppe. Gut. Großer Feuerball. Auf. Mhm. Okay. Später ausprobieren. Später ausprobieren. Heilkraut. Das ist blöd. Na gut, Magie. Zischel. Oder Zischel. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Damit die endlich mal down gehen, weißt du? Boah. Boom, Zischel. Boah, der hat reingehauen. Okay. Nein. Gefolgsmann, 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 Magie, Zischel auf Kanda auf, oder wie auch immer heißt. Sehr gut. Jetzt wird er doch wohl down gehen, oder was? Uiuiui. Guck mal. Item. Heilkraut. Angriff. Angriff. Item. Und dann noch eine Heilkraut auf Red. Sicher, sicher. Oh. Das Heilkraut hat eine Menge gebracht. Blöd. Na egal. Angriff, Angriff, Angriff. Item. Heilkraut auf Pick. So. Boom. Oh, cool. Monstergruppe besiegt. Jedes Mitglied der Gruppe erhält 1250 Erfahrungspunkte. Red Scorpion erreicht die Stufe 19. Ich denke mal, dass mit den Erfahrungspunkt -E für Einzahl und Mehrzahl gleichzeitig kann man weglassen. Ich glaube nicht, dass man irgendwo bloß einen Erfahrungspunkt bekommt, oder? Naja. Red Scorpions Werte verbessern sich. Oh yeah. Mary erreicht Stufe 18. Oh yeah. Mary lernt Röntgen. X-Ray. Curses. I just can't defeat you. Please spare me. I'll change, I promise. I know what I did was wrong. Nein. Don't be so cold-hearted. Please spare me. Yeah. Oh, thank you so much. Oh, thank you very much. I never forget your kindness. Let's go home, Tanya. Okay, dear. Hihihi. Immer diese Stereotypen. Please drop by Bharata and visit us sometime. Immer diese Stereotypen in den Spielen. Hihihi, ich bin das blöde Mädchen. Ich folge meinem geliebten Typi. Hey, geh da hoch. Wollen wir mal gucken, ob wir Pfeffer kriegen. Geh doch dahin, wo der Pfeffer zu verkaufen ist. Noch eins höher, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's jetzt vergessen, ich bin blöd. Wie ich das schon des Öfteren mitgekriegt habe. Ah, richtig, cool. Super. Und weil ich jetzt so toll bin, laufe ich jetzt hier runter. So. Mal ein bisschen die Hunde kaputt. Hallo. 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 Meine Güte, wie lange dauert denn so ein Kampf? Ich geh mal erstmal schlafen, würde ich sagen.
fein Schlafi, Schlafi machen, ja? So, müssen wir erstmal den Inn wiederfinden. Ist der hier oben? Ja. Sehr gut. Guten Tag. Willkommen in der Herberge. Das macht 48 Goldmünzen. Ja, man kann ich mir gerade so leisten. Tschüss. So, und jetzt gehen wir uns erstmal Pfeffer kaufen. Da wird eben richtig schön einer gepfeffert, Junge. So, ah, Kuckuck. Ne, komm her. Raider. Willkommen, wir verkaufen hier schwarzen Pfeffer! Oh, hey ihr. Ich bin es, Gupta. Danke, dass ihr mich und meine Verlobte gerettet habt. Brauchst du etwas Pfeffer? Jupp. Es ist dein, keine Sorge wegen der Bezahlung. Das geht auf mich. Pick erhält schwarzen Pfeffer. Jetzt ist er wieder klein geschrieben. Warst du schon in Schrein? Umbruchfehler? Es liegt im Norden hinter dem Gebirge. Der Schrein, er liegt im Norden hinter dem Gebirge. Bitte mit in die Listen aufnehmen. Dankeschön. Du solltest mal hingehen. Gib acht. Da war ich schon. Weil ich den Träger verpeilt habe, du Blödmann. Der Machtstab kann Magiepunkte in Angriffskraft umwandeln und damit Gegner attackieren. Es verringert zwar die Magiepunkte, aber es nützt sich, wenn deine Magie geblockt wird. Das stimmt. Nur lasse ich das gar nicht erst zu, dass meine Magie geblockt wird. So. Irgendwie leckt mein Rechner gerade. Ich habe das Gefühl, der formatiert. Ich habe das Gefühl, der defragmentiert hier im Hintergrund. Die ganzen Festplatten hier rödelt alles bei mir. Teleport nach Portugal. Da war der König, der den Pfeffer haben wollte. War das schon das hier? Wir werden es gleich feststellen. Cool. Ja. Ja, ja, hier sind wir richtig. Sehr gut. Hallo König, ich habe deinen Pfeffer mit, Junge. Also, wie war deine Reise denn? Wie war deine Reise in den Osten, Pick? Ich vermute, du warst nicht erfolgreich. Was? Ist das Pfeffer? Oh, es ist wirklich Pfeffer. Pick, ich bin sicher, es war eine schwere Reise. Welch Tapferkeit, mutig wie wahre Helden. Wie versprochen gehört mein Schiff dir, es wartet draußen. Oh yeah, wir haben ein Schiff, wir haben ein Schiff, lalalalala. So, was sagst du dazu? Willkommen, der König ist immer mit beschäftigt. Aber ich kann euch stattdessen helfen. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, ne. Möchtest du speichern? Ja, jetzt können wir gleich mal die Gelegenheit nutzen. Vielen Dank, dein Fortschritt wurde gespeichert. Möchtest du? Ja. Dann mach dich auf den Weg, Junge. So, was sagt der König jetzt? Der Pfeffer ist wirklich toll. Aber ich hab's wohl übertrieben. Ich fühle mich so müde. Sprich mit dem Kanzler, wenn du etwas brauchst. Er ist beschäftigt damit, Pfefferschnittchen zu essen. So, was war hier noch? Will mich nochmal kurz umgucken. Hier ist die Prinzessin, glaube ich, gewesen. Jeder spricht darüber, gen Osten zu ziehen. Ich aber nicht. Es gibt zu viele Monster dort. Da fehlt ein Punkt. Fehlt da echt ein Punkt? Da fehlt ein Punkt. Wahnsinn. So. Okay, Leute. Würde ich mal sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle und gucken uns im nächsten Part mal das coole Schiff an. Also, macht's gut. Bis dahin und tschaußen.